Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich hier ein Audi vorstellen. Der ist hier in der eigenen Kategorie, wie wir mal sehen. Und hier haben wir den Audi A7, Baujahr 2018. Der kostet hier, wie wir mal sehen, 64.250 Euro. Finde ich, der sieht auch hammermäßig aus. Schon mal hier im Shop, wie wir ja sehen. Kann auch richtig hier ranscoolen. Hier ein Shop allein schon mal, um mal einen ersten Eindruck hier zu haben. So, Leasing kostet der hier 3.276 Euro und 200 km/h soll er schnell sein. 120 Liter Tank hat er und er hat hier eine Leistung von 347 PS, entsprechend 255 kW. Also Farbwahl haben wir hier auch, wie wir ja sehen. Da kann man auch hier neben in Pink zum Beispiel, sticht raus. Sieht aber auch irgendwie doch nicht so schlecht aus, aber ein pinke farbenes Auto wollte ich jetzt persönlich selber nicht haben. So, was haben wir hier noch für schicke Farben? Ja, Rot kommt da ja auch, finde ich ja gut rüber, wie wir sehen. Irgendwie arbeitet ja jetzt der Computer im Hintergrund so komisch. Mal schauen, was nachher ist. Also, wir können den Rot nehmen. Ich finde mal, wir nehmen Rot. 500 Euro kostet hier uns hier die Sonderlackierung. Ist nicht besonders viel, finde ich. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir jetzt schon mal hier vorne dastehen. Sieht echt schick aus, muss man wirklich sagen. Ganz ungewohnt, weil immer sonst die Traktoren. So. Macht einen ordentlichen Eindruck, muss man sagen. Auch hier bei den Radläufen hierher, wenn wir jetzt so schauen. Alles eigentlich rund, also es ist hier nicht eckig. Sogar wenn wir jetzt hier schauen, die Felgen, hammermäßig, auch rund, also nicht so mit lauter Ecken. Wenn wir so schauen, ganz schön gemacht. Also ich finde, das Modell ist relativ sehr gut. Ist zwar ein bisschen groß hier der Mod von der Datei her, aber wird schon. Finde ich. So, starten wir mal hier unser Aggregat unter der Haube. Er klingt so wie der Pickup. Cool wäre es gewesen, wenn derjenige einen Sound genommen hätte, natürlich von Audi selber. Aber man kann ja nicht alles haben. Hier, mal schauen. Ich glaube, wir haben hier keine Achse zu sehen. Es kann aber mich auch täuschen. So, fahren wir mal zurück. Hinten hat er keine Hängekupplung, leider. Farteinschlag sieht echt gut aus. Schauen wir mal hier, was der Spuren macht. Ja, die Reifenspuren, wie wir sehen, sind leider ein bisschen kleiner als wie die tatsächlichen Reifen sind. Gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Bin mal gespannt. Kommt er jetzt in die Innensicht oder nicht? Da. Ich glaube. Nein, das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Ja, meistens, wenn man im Fahrzeug sitzt, kommt die Enttäuschung dann gleich mal, wie wir jetzt sehen hier, wegen die Spiegel. Da ist irgendwie, glaube ich, das verschoben worden, oder? Doppelt oder wie? Man sieht hier nämlich Teil von den Spiegeln so her. Davon innen drin, also sieht das nicht sehr schön aus. Schalten wir mal aus. Starten hier nochmal. Also, wie wir mal sehen, hier Drehzahlmesser leider hier nicht animiert. Sie haben hier drin doppelt zu Spiegel. Also einmal hier den da oben oder den Ding. Der obere, der funktioniert. Das Lenkrad, ja, funktioniert hier auch. Armatur animiert, hier ist hier nichts. Nur vorne her, die Instrumenten sind beleuchtet, sobald wir den Motor einschalten und ausschalten. Aber ich kann sein her, dass es von dem Tagfahrlicht her kommt. Wenn man schaut, das Schein ist eigentlich überall. Sobald ich jetzt hier starte, da haben wir ja vorne hier das Tagfahrlicht daher.
So, was machen wir jetzt da? Wir steigen einfach mal aufs Gas und genießen mal hier die kleine Rundfahrt hier mit unserem schicken Audi A7. Fahren wir erstmal so vor. Weil jeder Bauer braucht ja irgendwie einen schicken Wagen. Früher haben sie Mercedes gefahren, heute fahren sie Audi. Wow, der geht schon ab, aber langsam. Bremslich, wie wir sehen, hier funktioniert. Stoßen wir mal den Bobo mal retour. Also in der Beschleunigung ist er ein bisschen langsam, dadurch man ein bisschen mehr erwartet. Aber man muss sagen, es kann auch damit zu tun haben, dass der so eingestellt worden ist, dass es ja einen Spaß haben soll und nicht gleich irgendwo oben hängen soll, dass also das Fahrwerk entsprechend ist. Also wir haben ja schon mal 140 haben wir jetzt hier drauf. Mal schauen. Uah, Wahnsinn. Jetzt geben wir noch mal das Ganze. Jedenfalls Quietschehupe funktioniert. Wir haben jetzt hier eine lange Gerade. Mal schauen, es geht ja auch ein bisschen bergab. Dreißig haben wir schon mal. Oh, Baum. 150. Hundertsechzig. Schauen wir mal, dass wir hier die Kurve schaffen. Oh, oder auch nicht. Hey, ja. Jedenfalls auf einer normalen Map, den da auszufahren, ich glaube, das ist fast unmöglich. Also, wie wir gesehen haben, hier ein bisschen was über 160 drauf hat man. Ich denke mal, wir machen jetzt gleich hier mal das Lichttest, natürlich. Also, von der Lok her haben wir hier ein Warning schon mal drin, wie wir sehen. Da ist irgendwie eine Datei zu groß. Ein Chap, so wie ihr seht. So. Mal auf die Nacht. So, lala. Also, jetzt haben wir hier unser Tagfahrlicht an. Jetzt schalten wir uns das normales Licht. Sollten wir jetzt dann einschalten. Also, jetzt haben wir hier unser normales Licht an. Dann haben wir jetzt unser Bremslicht. So. Dann schauen wir hier unser Blinker. Haben wir einen Spiegel auch hier, der macht aber am Boden her leicht keinen Schatten. Blinken tut er. Ich finde, er kommt wirklich ganz gut rüber. Optisch. Dann schauen wir hier. Man kann jetzt hier das hier mit nur mit 5 schalten. Und dann hier. Das jetzt hier mit nur mit 6. Da sieht man jetzt da innen drin, so ja, das kann ja auch mit den Scheinen hier hinzufügen. Das ist jetzt Vorglühen vielleicht von dem Xenonlicht oder was, keine Ahnung, was das sein soll. Aber macht einen super Kegel, muss man sagen, dazu. So, jetzt haben wir jetzt hier das normale. Da sieht man hier auch den Kegel, so ein bisschen versetzt ist. Und hinten so und so. Also, ich finde, er macht einen guten Eindruck. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, dann schaust du natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.